So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beetle Gang. Also bevor ich mit dem Video starte, will ich erstmal mich herzlich bei euch bedanken, dass ich so viele Abonnenten in so einer kurzen Zeit gekriegt habe. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 67 Abonnenten. Das ist schon viel, würde ich sagen, also für mich. Und ja, heute machen wir die Auflösung von Experiment Substrat. Ich habe hier Eudicella Gralliallari-Larven drin. Die waren, oder die sind noch, als ich die reingetan habe, waren die noch L1. Ich habe bis dahin nicht mehr reingeguckt. Hier ist Flake Soil drin, hier ist Breeding Muff drin. Und ich glaube, mehr Leute von euch haben für Flake Soil gestimmt. Ich habe eine Abstimmung gemacht, ja. Das waren, glaube ich, mehr Leute für Flake Soil. Und gucken wir dann mal, wie Larven sich in den verschiedenen Substraten so entwickelt haben. Also erstmal gucken wir Breeding Mud, das Schwarze von der Pet Factory, die schwarze Erde. Aha, da sehen wir schon mal eine frisch gehäutete L2, würde ich sagen. Ja, L2. Die hat noch einen ziemlich großen Kopf und weichen Kopf. Deswegen lasse ich die jetzt auch mal lieber, weil das kann ziemlich, dann kann man die ziemlich verletzen, wenn die noch so frisch gehäutet sind. Ja, da gucken wir mal. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es sind jetzt ungefähr 2 Monate vergangen, schätze ich mal. Also so ungefähr jetzt mal. Oder ein Monat. Ja. Hat sich jetzt nicht so, ist jetzt nicht so groß, die ist immer noch L1, ziemlich klein. Ja. Ich glaube, da waren gerade noch mehrere. Ja, hier ist noch eine kleinere. Also Breeding Muff hat sich jetzt nicht so viel geändert. Sind anscheinend auch nicht mehr so viele Larven drin. Ich habe, glaube ich, in jede Box 9 Larven getan. Seit dem 16. Februar 2018 sind die da drin. Und die größte Larve war 2,8 cm. Ja, die haben hier auch schon ein bisschen wertvolles Holz gefressen. Aber ja. Also bei Breeding Muff hat sich jetzt nicht so viel geändert, kommt mir so vor. Gucken wir einfach mal das Flake Soil rein. Boah. Ja, da war die größte Larve auch 2,8 cm. Oha. Das ist sehr groß. Ich glaube, die sind schon große L2. Also L3 glaube ich noch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich mit den Stufen nicht so gut aus. Aber ich glaube, das sind noch L2. Aber trotzdem gucken wir mal einen Unterschied bei den Breeding Mud und Flake Soil an. Das ist Breeding Mud, das ist Flake Soil. Ein kleiner Unterschied. Und da sehen wir, ihr hattet recht. Im Flake Soil entwickeln die sich anscheinend besser. Ja, sind ziemlich, ziemlich groß geworden. Also da sieht man, Breeding Muff sollte man nicht für Larven benutzen, weil das, da entwickeln die sich einfach nicht gut drin. Ja. Haben hier auch schon ganz schön das Holz zerfressen. Haben hier gutes Substrat draus gemacht mit Holzstücken drin. Da muss ich noch kurz die Anzahl der Larven gucken. So. Jetzt gucken wir hier mal, wo mehr Larven drin sind oder wie viel überhaupt noch drin sind. Ich glaube, 9 Stück waren es, wie schon gesagt, die ich am Anfang eingeführt habe. 2, 7. Okay. 7. Ah. 7, 8. 8 Larven habe ich hier bis jetzt. Ich glaube, mehr sind es auch nicht. Ah, die ticken. Ja, mehr sind es nicht. Dann habe ich vielleicht. Ah, habe ich vielleicht auch nur 8 rein, aber ich glaube, das waren 9. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich 9 reingetan habe. Dann wurde eine entweder gefressen von den anderen oder ist einfach verstorben. Ja,
gucken wir dann gleich mal bei Breeding Mud rein. Also, da seht ihr schon mal, ihr dürft Breeding Muff nicht so für Larven benutzen. Das ist anscheinend nicht geeignet. Für die entwickeln sich da drin nicht so gut. So. Jetzt gucken wir mal. So, zwei sind schon hier drin in der Heimchenbox. Also zwei. Sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, da sind fast gar keine mehr drin. Hier habe ich noch. Nee, doch nicht. Gar keine Larve. Aha. Da ist noch eine, ja auch frische L2. Okay, drei habe ich dann schon mal. Und hier war irgendwo. Ah, hier. War irgendwo noch eine kleine. Oh, die ist noch ziemlich, ziemlich, ziemlich klein. Die muss ich mal unbedingt wechseln, das Substrat. Bei Breeding Muff ist eigentlich richtig. Ja, nicht gut für Larven. Mehr sind da, glaube ich, auch nicht drin. Ja, ich habe jetzt 4 Larven und 8, also 4 Larven im Breeding Muff und 8 Larven im Flake Soil. Also seht ihr, Breeding Muff ist eigentlich komplett ungeeignet für die. Also solltet ihr das nicht hernehmen. Und ja, da haben wir schon mal was dazugelernt. Dann würde ich sagen, das war's auch mit dem Video. Und dann sehen wir uns beim anderen Video wieder.